Westerplatte Verteidigung. Es war die erste Schlacht des Zweiten Weltkriegs in Europa. Auf der Westerplatte, am Eingang zum Hafen von Danzig, befand sich das polnische Militärtransitdepot. Es war ein polnisches Symbol in der freien Stadt Danzig. Der Völkerbund gewährte Polen das Recht, die militärische Bewachung auf der Halbinsel aufrecht zu erhalten. Am 25. August 1939, in den Morgenstunden, kam ein Schulschlachtschiff Schleswig-Holstein mit einem Höflichkeitsbesuch nach Danzig. Tatsächlich war es ein gut bewaffnetes Schiff, das bereit war, die Westerplatte anzugreifen. Am Morgen des 1. September um 4.30 Uhr machte das deutsche Schlachtschiff Schleswig-Holstein vor der Küste fest und fuhr in Richtung der Biegung des Hafenkanals, der sogenannten Kurve Fünf Pfeifen. Langsam näherte er sich der Westerplatte. Eine Viertelstunde später eröffneten die Kanonen des Schiffes das Feuer und über 3000 deutsche Soldaten aus See, Land und Luft stürmten das militärische Transitlager. Um 4.45 Uhr begann der Zweite Weltkrieg. Die polnische Besatzung der Westerplatte war eine Wachgruppe, die aus 182 Personen bestand. Die gesamte Bewaffnung bestand aus 5 Wachhäusern, einer Feldkanone, 2 Panzerabwehrkanonen und 4 Mörsern. Trotz des überwältigenden feindlichen Vorteils verteidigten polnische Soldaten unerbittlich den Außenposten. Die Soldaten waren nicht auf tagelange Kämpfe vorbereitet. Die Aufgabe der Besatzung, die von Major Henryk Sucharski befohlen wurde, bestand darin, 12 Stunden im Kampf zu bleiben, sodass es nicht notwendig war, Lebensmittel, Munition und Medikamente zu lagern. Die Vorräte reichten für kurze Zeit aus. Ab dem 2. September wurde die Verteidigung der Halbinsel vom stellvertretenden Oberst Sucharski, Hauptmann Franciszek Dabrowski, angewiesen. 7 Tage ohne Wechsel an den Pfosten, ohne Licht, ohne Wasser und ohne Schlaf. Nachts kam Schlafen nicht in Frage, denn die Deutschen schlichen sich an die polnischen Außenposten heran und man musste wachsam sein. Die Hoffnung auf Hilfe dauerte 12 Stunden und dann die nächsten 12 Stunden. Am zweiten Tag nach dem Luftangriff entstand Verzweiflung. Einige Soldaten verließen ihre Positionen und flohen in die Kaserne. Dabrowski übernahm das Kommando über die Verteidigung. Wahrscheinlich weigerten sich mehrere Soldaten, in Verteidigungspositionen zurückzukehren, und wurden wegen Ungehorsams erschossen. Der 7. Kampftag war der letzte Tag. Am 7. September gab es einen Mangel an Munition und die Soldaten waren körperlich extrem erschöpft. Major Henryk Sucharski beschloss, sich zu ergeben. Er wusste, dass die Situation im Land schwierig war und ein weiterer Kampf nur noch mehr Opfer bringen würde. 16 Soldaten starben in der Verteidigung der Westerplatte und 50 wurden verwundet. Sergeant Kazimierz Rasinski wurde von der Gestapo in Gefangenschaft ermordet, weil er sich weigerte, Radio Chiffrin preiszugeben. Die deutschen Verluste in der Schlacht um Westerplatte sind etwa 300 bis 400 tote und verwundete deutsche Soldaten. Die Verteidiger der Westerplatte, die bis zum 7. September in einem verderblichen Außenposten verharrten und 13 Angriffe abwehrten, erlangten nicht nur mit ihrer Haltung und Entschlossenheit Ruhm, sondern auch den demonstrativen Respekt des Gegners, der in der gesamten September-Kampagne einzigartig war. Die Deutschen nannten die Westerplatte sogar kleine Verdun, was die Wut des Angriffs ihrer Soldaten auf dem Außenposten veranschaulichen sollte. Im Jahr 1996 wurde auf der Halbinsel ein 25 Meter Denkmal der Verteidiger der Küste enthüllt. Am 1. September 1971 wurde die Asche des Kommandanten des Depots Major Henryk Sucharski, die vom Friedhof aus Italien mitgebracht, begraben. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.